Wie lange lädt die Scheiße? Willkommen in Papas Pepe's Pizzeria. Du siehst vielversprechend aus. Ja. Ich weiß. Oder? Ich möchte ein paar meiner Geheimnisse mit dir teilen. Und wenn du dich gut anstellst, dann könntest du sogar die Pizzeria leiten. Deine Ausbildung beginnt jetzt. Wie der so guckt. Ich sehe schon wieder, ich habe hier so ein Handy. Ich muss mal wieder kurz auf die andere Seite. Warum bin ich so ein heißer Flitzer? Ich sag dir warum, ich mache gerne Pizza. Ich bin einfach hier und bin ein Schnitzer. Warum sag ich dir, ich liebe Pizza. Ich liebe Pizza, ich liebe Pizza, ich liebe Pizza, ich liebe Pizza. Moin, herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Ja, es gab ein neues Update, wie ihr seht. Ich habe jetzt hier eine neue Küche, Alter. Und zwar ist es hier die Pizzeria oder so von dem Typen dort oben, der mit mir reden tut. Ich habe ja auch wieder so ein geiles Handy mit Perk gehabt. Du weißt das bestimmt schon alles, aber lass uns trotzdem mit Grundlagen anfangen. Ich zeige dir, wie man eine Pizza mit vorbereiteten Zutaten zubereitet, in den Ofen backt und serviert. Wo ist denn der Pizzateig? Hallo? Ah, ich habe hier mehrere Räume. Es gibt hier auch so einen Keller und so. Okay, das ist hier der Vorratsraum. Verstehe ich. So, dann nehmen wir uns jetzt hier diesen Pizzateig. So. Drücke die linke Maustaste, um den neapolitanischer Pizzateig? Drücke die linke Maustaste beim Pizzaklumpen, um zum Belagmodus zu kommen. Bin jetzt im Belagmodus. So, wie geht das jetzt hier? Ausrollen. Aha. Dort findest du ein paar Zutaten und die Soße, die für dich vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich ein Grieche oder ein Italiener bin, wirklich. Also, das mit den Akzenten müssen wir nochmal üben hier. Ja. Ach so, hier links ist Tomatensauce. Was ist denn ein GN-Behälter? GN-Genital. Du kannst nur dann Zutaten verwenden, wenn sie zuvor in ein GN... Ich rede in Italiener. Scusi, Mamma mia, Prosciutto, Funghi. Ja, so irgendwie, oder? Wähle die Soße mit deiner. Mit der Maus aus. Gut. Soße. Klicke mit der linken Maustaste auf den Pizzaboden, um die Soße aufzutragen. Bewege dann den Maus. Aha. Das ist jetzt Soße. Das sieht aus wie Marmelade, bin ich ehrlich. So richtig schön. Kennt ihr diese richtig nice. Erdbeermarmelade von Schwartau? Toast? Käse? Erdbeermarmelade von Schwartau? Ehre in euren Probiert das aus, schreibt in die Kommentare, ob das nice war. Ihr wisst, dass es nice ist, also schreibt es einfach jetzt schon rein. Das ist Quatsch. Ne, ihr müsst ja nicht das Video jetzt ausmachen. Das wäre ja... So, mit W komme ich also immer hier ran. Es gibt Käse. 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 Für mehr Käse. Mehr Käse. Ey, eine Pizza kann nie genug Käse haben. Jetzt haben wir so 5 Tonnen Käse drauf. Nee, warte mal, 400 Gramm? Ja, dann machen wir noch mehr. So, da ist jetzt ein ganzes Kilo Käse drauf. Was ist denn der Kräutertopf? Ah, da. Mal her, die Kräuter hier. Jetzt habe ich ein Blatt da oben reingebumst. Ja, schön drumherum. Das sieht auch sexuell aus. 100 Gramm Basilikum. Also, ein Kilo Mozzarella. Also, für eine gute Pizza braucht man ein Pizzateig, ein Tropfen. Nochmal. Ein Pizzateig, eine Kelle Soße von Marina. Wer auch immer Marinara ist hier, ey, die Frau kenne ich nicht. Außerdem ein Kilo Mozzarella und 150 Gramm Basilikumblätter. Und dann löppt der Lachs schon wieder. Verstehst du, wie ich meine? Also, ich muss sagen. Guck dir mal eine Pizza an, das ist einfach ein Kuchen, ey. Ja, gut. So, gib mal her, das Holz. Ja, geil. Nice. Das Holz so lange nach, bis der Thermometer
Bubble. Gib mir her die Pizzaschaufel. Oh. Nichts passiert. Ach so. Wir kriegen da die Pizza. Geil. 20 Minuten später. Es sieht super aus. Alter, das ist ein Kunstwerk. Unsere Pizza kann serviert werden. Und die Pizza mit dem Pizzaschaufel aus dem Ofen, bevor sie verbrennt. Sieh, Senor. Das ist so eine Pizza, jetzt mal ohne Flachs. Das ist eine Weltneuheit. Guckt euch das an. Das ist ein Berg. Das ist ein Berg Pizza. Das muss man erstmal hinbekommen. Hat das schon mal jemand gesehen? Nee, ich glaube nicht. Also da bin ich jetzt gespannt, was sie dazu sagen, zu der Pizza Margherita. Uhrzeit ein bisschen zu lang. Okay. 4 von 5 Sterne nur. Alter, diese neapolitanischen Pizzateige. Kann auch einen aldianischen oder nettoianischen oder einen pennianischen Pizzateig machen. Und spandauianischen oder so. Spandau. Ehre. Jetzt beruhigen wir uns mal wieder alles. Sonst geht's hier nicht weiter, Frau Rat. Nicht das, wie es. Drücke. Du hältst durch den Abschluss dieser Quest Ruhm, Respekt und Fertigkeitszertifikate. Ich will einfach nur Pizza backen. Ich will hier nicht irgendwie ein Diplom abschließen und das irgendwie in meine Bewerbungsmappe legen. Ich will einfach nur Pizza machen und die Leute da draußen beeindrucken, die immer noch nicht abonniert haben, by the way. Ne? 3,5 Kilo Mehl, das passt ja unnormal gut. Dann packen wir es mal rein. Also ist das Mehl jetzt drin oder nicht? So, was brauche ich denn? Ja, Hefe. 10 Gramm Hefe. Salz. Guck mal her. Das sind doch jetzt nicht nur 3 Gramm, oder? Scheiße, zu viel Salz. Na, interessiert nicht. In dieser Kanne brauchen wir Wasser, ne? Ja, das ist jetzt scheiße, ne? Hallo? Mach mal so eine Kanne, gib mal her. So. Ey, ich raste noch aus, ey! 2,4 Liter. Alter, das passt genau. Nein, das fehlt was. Egal, rein damit. Geil. Speichern. Ja, weg damit jetzt. Oh, lol. Doch mal das Wasser aus. Das ist auch Strom. Wasser vor allem. Ja. Gut. Ja, jetzt sieht man auch, wie die Zutaten zusammengemixt werden. Jo, der scheißt jetzt hier richtig die Teigknödel aus. Alter, geil. Schnapp dir einen Korb und hol dir 16 Tomaten und 4 Knoblauchzehen und dann komm wieder raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Folge der grünen Linie. Okay. Boah, das ist so anstrengend, ne? Ja, Abfahrt. Alter, was wollen die denn immer von mir? Alter, Salami, Bruder. Ich hab so Bock auf Käse. Wir werden das einfach voll scheißen mit Käse hier. 1:37 später. So. Cool. Nein, damit. Oh, ich hatte es in die Reibe. Ja, ja. Das hat auch funktioniert. Was hat er denn jetzt? Oh, ich tilte. Ah, das sieht jetzt anders aus. 3 Stunden später. Haben wir es jetzt? Bringen wir jetzt den Behälter mit dem Pizzateig in den gelben Raum. So, erstmal zurückziehen hier. Schließe die Vorbereitungsphase ab. Ja, okay. Es gibt keine Pilze, ne? Alter, ich will wissen, wie ich an scheiß Pilze rankomme. Was juckt mich das? Alter, bitte hör auf, mit mir zu reden. Du tiltest meinen Arsch. Alter, Cooking Simulator, was habt ihr mit eurem Game gemacht? Ich riech mich ja nicht auf, aber das ist nicht mehr normal. Du hast zu viel Geld. Wir müssen noch bleiben. Da ist ein Deck und der wird dich nicht. Und Sven drückt halt nicht. Ja, du, frei. Will man nicht drücken.
Was für geschnittene Mozzarella. So, ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Dann noch ein bisschen Salami. Salami ist auch supi. Aber Fungi haben wir nicht. Fungi haben wir nicht im Haus. Süßi, süßi, süßi Mais. Ja? Guck mal, unseren kleinen Turm. Wir nehmen jetzt hier unser Brett. Du hältst mal deine Schnauze, du alter Luigi-Kopf. Oh, der Ofi ist aus. Schade, schade. Guck mal, ist im grünen Bereich. Geht doch noch mehr als grün? Kann man das noch heißer machen als grün? Können wir das hier alles brennt machen? Es soll brennen. Kann das jetzt anfangen zu brennen? Verbrennt das hier? Ja, Leute. Also, ja, das war mal wieder eine super Cooking-Simulator-Folge mit schön Pizzi-Pizzi und Machi-Machi. Ich bin so sauer, dass es hier keine Pilze gibt. Das gibt eine Meldung.